Da sind wir wieder zu Destiny. Erstmal kurz Mikro richten, Headset, alles. So, passt jetzt. Promise.xd ist online. Klasse. Ja. Was sehen wir hier? Ja, erstmal links die Nachricht, zurück zum Orbit. Wen kümmert's? Und wir haben hier den schönen, wie ist der nochmal? Wanderer? Keine Ahnung. Ja, ich habe mich mal hier so... Reisender, genau. Ich habe mich hier so hingesetzt, habe diese schöne Mond-Screen hier mal drauf gemacht und ja, hier sind so Pfeiler, hier kann man sich hinhocken. Kann auch runterfallen. Das ist aber nicht so praktisch, habe ich herausgefunden. So. Dann, wir wollten ja in der letzten Folge noch schauen, was hier hinten ist. Da waren wir ja noch nicht. Und danach werden wir auch dann wieder in den Kampf ziehen. Weil, ja, ein bisschen kämpfen muss man ja auch. Man kann ja nicht die ganze Zeit nur was machen. Jetzt muss ich kurz was gucken. Okay. Okay, gut. Wollte nur mal kurz was nachgucken. Jetzt kurz wieder was richten. So. Gut. So. Jetzt können wir uns hier dem widmen. Turm Nord. Letzte Stadt der Erde. Ja, hier hinten bei dieser Frau. Hallo, hallo, bitte, komm rein. Genau, hier kann man sich diese Embleme da kaufen. Ich möchte mir das hier holen. Das kostet 300 Glimmer. Gefällt mir. Promise.xd möchte sich in ein Party beitreten. Können wir leider jetzt nicht machen, wir sind gerade in der Aufnahme. Vielleicht ist hier Spannendes. Das Coole ist ja, man kann hier rein. Richtig stylisch. So, gehen wir hier hoch. Der Sprecher, okay. Ah, hier gibt's Umhänge. Ah, hier. Reif. Erfordert Level 20, erfordert Level 20, erfordert Level 20, erfordert Level 20. Okay, gibt's auf jeden Fall Reifen. Okay, ich glaube, ich hole mir den. Lichtpartikel, egal. Bis zum nächsten Mal, Hüter. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Orbit zurück. Hey. So. Ein schöner Planet. Ja, genau, werden wir jetzt mal das nächste Level spielen auf der Erde. So, Ziel festlegen. Ach nee, wir waren ja noch gar nicht in dem Bildschirm. Ja, hier ist der Bildschirm für die Missionsauswahl. Kann man, wenn man jetzt, ja, danke. Wenn man jetzt mit mehreren Freunden spielt, fliegen dann die Schiffe von denen noch hier im Hintergrund mit. Also unser eigenes fliegt immer vorne. So, hier oben sind wir sind Truppanführer im Moment, sind ja auch alleine. Hürden steht, wir haben 13 Freunde online, wir können Freunde einladen oder ins Menü gehen. Ganz normal Menü. Kennt man ja. Voll der 15. Okay. So. Dann gehen wir mal auf Ziele. Hier gibt es den Turm. Und die Erde haben wir bis jetzt freigeschalten. Hier gibt es auch mehr, wie man hier sieht. Die von den Umrissen. Aber wir haben erstmal die Erde. So, die Kluft. Das haben wir doch... Ah ja, Level 2 Story, genau. Hier aber dann wahrscheinlich Level 1 Story. So. Starten wir das. Jetzt können wir hier noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Geht schwer. Und eben... Normal. Wir spielen auf normal. Vielleicht spielen wir dann nochmal, wenn wir mit einem Freund sind. Vielleicht nochmal alles auf schwer, aber erstmal normal. In der Zeit, wo jetzt der Countdown startet, werde ich mal kurz dem netten Promise.xd, ja, hier sieht man mal ein paar Freunde von mir, werde ich mal kurz eine Nachricht schreiben. Ich kann ja gerade nicht. Okay. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder.
Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Okay, gucken wir uns die Mission an. Untersuchung der abgeschossene Hüterschiff. Okay, wir haben jetzt auch eine neue Waffe uns gekauft, im letzten Part noch. Das ist ein Automatikgewehr. Mal schauen, wie stark das ist. Oh mein Gott, scheiße, viel Rückschuss. Aber ist auf jeden Fall schon mal stärker als andere. Boom. Boom. So, hier ist noch was. Hier ist noch was. Man kann doch hier irgendwas einsammeln, oder? Habe ich da versehen. Hm. Oh. Ah ja, wir haben noch unsere Schraubständer. Da. Boah, überall Gegner. Jetzt wird die Grenade gut, aber der bin ich noch nicht frei. Noch nicht wieder frei. So, der ist weg. Und der ist weg. Und der ist weg. Hier haben wir hin und schauen. Oh, was hier? Ah, hier ist das Schiff. Okay, Geist einsetzen. Geh mal rein. Ich guck mich jetzt nicht um. Hier ist was. Ah, eine Waffe. Okay, Geist einsetzen. Okay. Dann untersuch mal. Die Bordelektronik ist komplett hinüber. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Voll Level 3. Hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Okay. So, wir haben ja jetzt gerade diese Waffe gekriegt. Die kriegen wir aber erst mit Level 3. Muss ich nach da oder? Ja doch, ich muss nach da. Okay. Also wieder für Gegner. Ja. Ich werde wahrscheinlich sterben. Okay. Hat jemand begonnen Destiny zu spielen? Okay. Hit. Ich glaube, das Ding ist böse. Gehen wir doch... mal nach ran. Gehen wir doch mal hier runter. So, was haben wir denn hier? Sterb. Oh mein Gott, was das? Was bist du? Sterb. Eine Karte des gesamten Gebiets. Okay. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Okay. Mir ist aufgefallen, dass bei den letzten Videos, wenn ihr den Sound mal sehr hoch dreht, auf höchstes, das... Ah, okay. Bin ich richtig? Nee, ich muss wieder raus. Okay.
dass da so ein... Wie sage ich denn das? Dass man alles, was im Spiel gesagt wird, oder Ton vom Spiel auch, nochmal im Hintergrund ganz super leise zu hören ist. Das, das liegt daran, dass ich den Ton noch einmal übers Headset und einmal über den Fernseher höre. Ich spiele natürlich zum Fernseher, aber übers Headset kann ich den Ton auch nicht komplett auf Null stellen, das geht irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja. Deswegen hört er das jetzt leider. Vielleicht kann ich ja stumm stellen. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Egal. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Toll. Komme ich da ja nicht mehr hoch. So. Gehen wir doch mal hier lang. Okay, hätte ich auch lang gehen können. Egal. Mal hier lang. Hoffentlich bist du bereit. Was? Wiedereinstieg eingeschränkt. Du hast die Dunkelzone betreten, wenn du die Dunkelzone eliminiert wirst. Ah, okay. Dann habe ich die Mission also verkackt. Grenade! Okay, Hatchet macht auf jeden Fall viel mehr Schaden. Hey. So. Punkte holen. Okay, wenn wir tot sind, sind wir tot. Wenn ich zu nah rangehe, bin ich auf jeden Fall tot. Hoffentlich bist du bereit. Dann nehmen wir nochmal. Oh, jetzt sind nicht mehr aufgeladen. Bam. 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 Jetzt wurde ich von einem von denen gekillt sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoffentlich bist du bereit. Ja, bin ich. Was mal okay nachgeladen ist, finde ich gut. Hi. Einfach voll reinrennen. Richtig dumm. Hey, nicht mich töten. Nein, 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 nein. Bitte. Bam, weg ist er. Oh mein Gott. Bam. Bam. In den Mauern. Gegner. Super viele Gegner. Okay.
Also mit der Schrotflinte möchte ich gar nicht anfangen. Das wird nichts, scheiße. Ja. Oh, wir sind schon über Level 2,5, das ist schon praktisch. Vielleicht schaffen wir es ja noch so viele Leute zu killen, dass wir damit uns einem neuen Gewehr ausbauen können. Den Endboss. Ich bin fertig. Okay, hier schmeckt das. Ich bin echt tot. Ich hab kein Schild mehr wirklich gerade. Okay. Dich. Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mir eine Granate killen. Bam. Was kommt ran? Ah, Muni, gut. Nein, nein, nein. Ja. Stufe 3. Oh mein Gott. Oh, du hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Okay, wir haben auf jeden Fall was freigeschalten hier. Upgrade. Was ist das? Gleiten, springen und zu gleiten, aktivieren. Ah, okay. Kann es gleiten in der Luft. Sehr praktisch. Cool. Gleiten. Und eine neue Rüstung. So. Jetzt haben wir 18 Minuten, okay. Dann gucken wir uns den kleinen Film an mit dem einem Typ, dem, wie ist der Sprecher, genau, da waren wir eben auch schon, bevor wir dann die Mission gestartet haben. Beim Sprecher. Gehen wir da nochmal hin. Vielleicht bringt das ja was Nützliches. Vielleicht auch nicht. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück.
Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Ja, gut. Jetzt sind wir hier. Im Orbit wieder. Gehen kurz hier und... Nee, das haben wir ja nicht hier. Ein Fokusgewehr haben wir jetzt. Okay, 31er Schaden. Das ist ganz nett an. Wir haben hier das. Das werden wir... Ja, muss ich gleich mal gucken. 22. Sieht schön aus. Oh mein Gott. Das ist hässlich. Okay. Zerlegen. Zerlegen. Jetzt haben wir nichts. Genau. So, wir haben jetzt hier das Gleiten frei. Und dann nochmal Bombe Energieabzug. Weisheit. Auslöschen. Das ist schon in Ordnung. Vortex beherrschen. Okay. Ja. Gleiten. Springe. Okay. Haben wir jetzt unsere zwei Waffen. Und genau, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Destiny. Und wir werden dann wahrscheinlich ein bisschen dem Turm uns mal ein bisschen nach Waffen umgucken. Auch mal diesen Handschuh, den wir da haben. Weil der ist ja grün, den müssen wir jetzt zu diesem einen Typ da bringen. Werdet ihr sehen im nächsten Part. Und ja. Dann sehen wir uns da wieder und bis dahin.